Hallo, heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch. Ich wollte euch nämlich zeigen, wie ich das letzte Video geschnitten habe. So eine Art Making-of wollte ich euch mal zeigen, weil viele mir immer schreiben, dass ich so toll meine Videos bearbeite und dass es ihnen so gut gefällt. Und ich dachte mir, so ein Making-of wäre mal eine ganz coole Idee, einfach damit ich euch zeigen kann, was so an Arbeit dahinter steckt, weil das echt schon eine ganze Menge ist. Und vielleicht kann man sich das auch ein bisschen besser vorstellen, wie man so arbeitet, wenn man so ein Video schneidet. Ich dachte mir, es wäre ganz interessant, deswegen, ja, fangen wir auch sofort an. Ich habe das Ganze mit Final Cut Pro gemacht. Das ist die neueste Version und mir gefällt es ganz gut damit. Also ich habe auch noch sonst iMovie, damit habe ich ja angefangen. Das ist aber auch schon echt ewig her, dass ich das benutzt habe. Ich habe das auch gar nicht mehr aktualisiert oder so, deswegen, naja. Also ich finde Final Cut schon besser, aber es ist auf jeden Fall günstiger um einiges. Sonst habe ich hier noch Premiere Pro und After Effects, sind beide so Programme, die so ein bisschen anspruchsvoller sind. Deswegen reicht jetzt hier mir Final Cut von den Möglichkeiten, die ich habe. Für YouTube ist es ausreichend. Alles, was, weiß ich nicht, irgendwie spezieller sein soll, würde ich eher mit Premiere Pro und After Effects machen. Aber wie gesagt, für YouTube reicht Final Cut aus und auch für dieses Video jetzt gereicht. Deswegen habe ich es jetzt hier mitgemacht. Und genau, das ist das Programm. Sieht so aus, das ist dann das Video hier, wenn es geschnitten ist. Und ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Das Ganze sind im Prinzip Ebenen, die entweder übereinander oder untereinander aufgebaut sind. Man hat so eine Line, das ist diese hier, da schneidet man einfach. Das meiste, was du machst, ist eigentlich hier unten. Und dann kannst du entweder irgendwas überlagern, das ist dann da drüber, oder unterlagern. Und je nachdem, wo du das platzierst, sieht man es auch später oder nicht. Genau, zum Beispiel das hier ist hintergelagert. Man sieht es aber trotzdem, das ist jetzt in dem Fall das Make-up, also hier diese Foundation. Man sieht es aber trotzdem, weil ich mit einem Greenscreen gearbeitet habe. Und dieser Bereich hier, also das, was ihr hier seht, nur das hier ist. Also nur ich bin und der Hintergrund ist dann noch ganz weiter hinten, nämlich hier. Das ist hier diese Skyline von London und das ist im Prinzip, wie das Ganze aufgebaut ist. Dann habe ich hier noch Sachen, die übergelagert sind. Das hier wäre jetzt die Schrift. Also im Prinzip ist das Blaue alles Video. Das bin einfach ich. Und ansonsten hier unten ist auch noch ein Screenshot von dem Video von Taylor Swift, von dem Bad Blood, was ich als Hintergrund verwendet habe, größtenteils, eigentlich ausschließlich. Und genauso ist es hier, also das ist alles Hintergrund. Und in dem Fall bin das hier alles ich. Und das Graue sind Übergänge. Das Grüne sind Ton, also Audio, Spuren und das hier ist zum Beispiel mein Voice-Over, dann ist das hier das Lied, was ich da im Hintergrund laufen habe. Ja, das hier sind die Balken, das Orangene, also wenn man das hier einmal sich anguckt, ist, ist das hier zum Beispiel der obere Balken, den könnte ich jetzt auch so nach unten schieben, aber wozu, weil brauche ich jetzt einfach nicht. Deswegen machen wir das mal eben rückgängig. Was ich euch eigentlich sagen kann zu meinem Vorgehen, wenn ich schneide oder erstmal wenn ich drehe einfach nur Freischnauze. Ich mache nichts Besonderes. Ich stelle mich hier mit meiner Kamera, habe ungefähr eine ganz grobe Idee in meinem Kopf und die versuche ich dann irgendwie zu verwirklichen. Einfach, ich filme eigentlich nur. Also ich habe auch zum Beispiel, hier seht ihr das, hier sind die ganzen Dateien, die ich benutze. Ich habe hier zum Beispiel alle Dateien, die ich verwendet habe in dem Video. Das sind auch echt viele. Zum Beispiel ist das Schminke, das rechts ist alles, also das darunter ist alles dann das Intro. Also ich hatte dann am Anfang auch, weiß ich nicht, bestimmt 2 Stunden Videomaterial. Und was ich dann erstmal mache, ist, ich kürze das Ganze. Ich versuche, dass es weniger wird. Ich versuche, dass ich einfach nur die Sachen habe, die ich auch eventuell verwenden werde. Deswegen baue ich das auch nicht in einem Schnittprogramm. Das Ganze wird einfach nur beim Rendern überfordert. Deswegen, da würde ich immer drauf aufpassen. Und genau. Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Wie gesagt, ich kann es euch mal kurz ein bisschen näher dran zeigen, dann versteht ihr vielleicht auch den Schnitt, der dahinter steckt. Ich habe mir halt immer hier im Video, das ist das hier, Moment, hier, zum Beispiel da ist hier ein Taylor Swift, das seht ihr hier unten in diesem kleinen Clip, was das ist. auf zu, okay.
Das ist eigentlich nur ein kleiner Schnitt aus dem Video, den ich gemacht habe, um den als Hintergrund zu verwenden. Einfach irgendwo, wo Umgebung drauf ist und nicht wirklich Menschen, damit ich das realistischer aussehen lassen kann, als wenn ich irgendwie so einen Menschen überlagere da mit meinem Bild. Zum Beispiel ist hier einfach nur so ein weißer Hintergrund. Ich habe es im Prinzip einfach alles überlagert, um das irgendwie annähernd realistisch aussehen zu lassen. Und das steckt da eigentlich hinter. Und dann habe ich irgendwie geguckt, wo ich so Szenen von mir finde, die man eventuell benutzen kann. Zum Beispiel habe ich ganz oft so Sachen, wo ich den Kopf drehe oder die Augen aufmache oder irgendwie, dass man das Make-up gut sieht. Zum Beispiel das hier, das finde ich auch ziemlich cool geworden. Oder zum Beispiel hier habe ich einen Effekt genommen, wo man dann das eine Bild, das ist ein bisschen komplizierter, ich hoffe, das versteht ihr jetzt. Ich habe das Bild an sich habe ich dreigeteilt. Dann habe ich hier ein Bild mit dem Hintergrund rübergelagert. Würde ich das ausblenden, dann würde man nichts mehr sehen. Ich könnte ja zum Beispiel, ich wollte, dass das in der Mitte hier weggeht. Und würde ich das alles ausblenden mit so einem Effekt, würde das andere, also das, was an der Seite ist, auch weggehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass das in der Mitte weggeht. Deswegen habe ich den Hintergrund von hier unten dupliziert, den hier rübergelegt und dann mit einem Effekt übergelagert. Also eigentlich geht das hier, also ich gehe hier nicht weg, sondern der Hintergrund wird übergelagert. Das ist dann das hier, also der identische Clip, den ich nochmal unten habe. Und dann habe ich mich wieder rübergelegt mit demselben Effekt. Und ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Ich habe es versucht, einigermaßen einfach zu erklären. Das ist nicht ganz so einfach, aber so habe ich das gemacht. Also so geht der Effekt. So habe ich mir den selbst irgendwie dahin gebastelt. Man muss sich eben sehr viel selber ausdenken. Das ist beim Schnitt sowieso so. Also da ist nicht viel fertig, man muss jetzt selbst gucken, wie es passt. Und zum Beispiel hier seht ihr Rauch. Ich habe hier versucht, dass die Atmosphäre, die es ungefähr auf dem rechten Bild gibt, also hier, wo man Taylor sieht, und hier ist es ja schon mal eine andere Atmosphäre auf den beiden Teilen. Und ich habe irgendwie versucht, zum einen, dass ich dazu passe, aber auch trotzdem zu dem Hintergrund passte, wo ich bin. Und vieles läuft eben auch über Color Corrections, also dass man versucht, seinen eigenen Hautton dem anzugleichen, dem zum Beispiel dem Video, dem Hintergrund gut passt. Und das ist eigentlich das, was ich da gemacht habe. Ich habe hier versucht, das Ganze mit einer Color Correction anzupassen. Zur Color Correction gehört eben auch, dass man einen Effekt draufhaut. Da habe ich in der Farbtafel, das ist das hier, fertige Effekte. Ich habe hier 1000 Bad Blood Effekte, welche, die habe ich da genannt. Ich habe auch zum Beispiel YouTube Effekte, die ich manchmal benutze. Hier habe ich jetzt Bad Blood 5 genommen, einfach weil die anderen alle zu hell waren. Die haben mir nicht gefallen. Zum Beispiel, wenn ich Bad Blood 3 nehme, dann werdet ihr sehen, das verändert sich gleich. Schaut mal, das sieht schon ganz unrealistischer aus. Den kann man sich eben hier über so Regler einstellen. Das ist jetzt hier der Bad Blood 5 Effekt, den ich eben auch genutzt habe in dem Video. Ich habe hier Belichtung, ich habe Sättigung, ich habe Farbe. Ich kann hier die Farbwerte ändern. Ich kann hier zum Beispiel ein bisschen mehr ins Grünliche gehen. Dann seht ihr schon, also das sieht schrecklich aus, weil das mit dem Greenscreen einfach nicht geht. Also das ist einfach so eine Sache mit Greenscreen-Arbeit. Es will nicht manchmal so, wie man selbst möchte, aber es ist ein bisschen schwierig, aber man gewöhnt sich dran. Es ist auch einfach leichter, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt. Hier habe ich dann noch einen Smoke-Effekt drüber gelagert. Da würde ich eben diese Atmosphäre, wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen angleiche. Das ist ein Greenscreen-Effekt. Dann habe ich wieder das Grün ausgelöscht. Wie man mit Greenscreen arbeitet, kann ich euch gleich gerne nochmal zeigen. Ist gar nicht so schwer. Ich kann euch jetzt gerne mal irgendwie an dem hier zeigen, wenn ihr möchtet. Ich habe hier einfach einen Clip genommen. Da kann ich euch gerne zeigen. Und zwar läuft das Ganze über einen Effekt, der nennt sich bei Final Cut Pro Kia. Und der Kia ist sowas wie ein Effekt, der alles Grün aus dem Bild löscht. Das heißt, alles, was grün im Hintergrund ist, wie ihr hier jetzt seht, ist weg. Das gibt's dann nicht mehr. Und das habe ich eben auch auf dem Bild gemacht. Ich habe den Effekt, den könnt ihr hier einfach suchen. Habe ich eingegeben. Kia. Und dann findet ihr den da. Den zieht ihr einfach darüber. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, weil ich das jetzt schon drauf habe und zweimal wäre dumm. Und dann könnt ihr hier bei dem Clip, das ist einfach alles, was über dem Clip drauf ist, ob da ein Farbeffekt drauf ist, eben der Kia in dem Fall, könntet ihr ausblenden und dann habt ihr das Grün wieder. Und das Grün möchten wir aber nicht, deswegen ist es weg. Und das ist das
Prinzip hinter Greenscreen. Final Cut hat da sehr einfachen Effekt. Man kann auch noch selbst hier gucken, dass man so eine Sample-Farbe findet, also eine Farbe, die man auslöschen möchte. Ich kann jetzt zum Beispiel meine Haut nehmen und den auslöschen, wird mir jetzt aber nicht viel bringen, weil das möchte ich ja behalten. Also bringt nicht viel, wie ich eben schon meinte, etwas dumm seine Hautfarbe zu löschen. Deswegen haben wir nur den grünen Ton, den wir löschen. Tatsächlich wurde auch bei Film vor vielen Jahren noch viel mit Blau gearbeitet, dass man das Blau löscht. Aber das Geheimnis hinter Greenscreen, warum man grün nimmt, ist eigentlich, dass es eine Farbe ist, die dem Hautton am unähnlichsten ist. Und weil man deswegen eben nur das Grün auslöscht, löscht man den Hautton nicht. Weil der ja eher schon ins Rötliche geht und weil Grün-Rot Komplementärfarbe und so, wissen wir alle aus dem Kunstunterricht. Genau, ist das eben die Farbe, die man sich dafür ausgesucht hat, dass man einfach grün löscht. Genau, und dann habe ich hier noch einen Effekt, den ich euch gerne mal zeigen möchte, damit ich euch einfach mal sage, dass man auch mit simpeln Möglichkeiten das realistisch aussehen lassen kann. Und zwar habe ich hier einen Hubschrauber im Hintergrund, den sieht man hier. Und zwar fliegt der erst rein, macht dann hier eben Licht. Dann fliegt er raus. Und man kann im Hintergrund ganz gut sehen, dass da noch jemand sitzt, nämlich der liebe Rapper Kendrick Lamar, der da eben mitgesungen hat in dem Lied. Und der hat eben auch hier so einen Blau-Effekt, so eine Blau-Überlagerung. Und die muss ich mir, muss ich irgendwie auch über mich drauf kriegen. Und das ist ganz einfach gewesen. Ich habe nämlich einfach die Farbe angeglichen. Ich habe einfach ein helles Blau rübergelagert mit dem Farbeffekt, den ich euch hier eben schon gezeigt habe in der Farbtafel. Habe ich hier einfach ein bisschen hochgezogen, das Blau, das Hellblau. Dann habe ich die Belichtung höher gestellt. Hier seht ihr das. Und wenn ich hier dunkler machen würde, dann würde das schon gleich wieder viel unrealistischer aussehen, weil das einfach nicht zum Hintergrund passt. Deswegen ist die auch so hoch. Und das Ganze macht es eben realistischer. Und dann habe ich die andere Hälfte des Clips, die habe ich einfach in der Mitte getrennt, habe ich dann wieder runtergezogen. Also hier seht ihr, ist die Belichtung viel weiter nach unten. Also alles hier ist nach unten gegangen. Ich habe den Kontrast höher gestellt. Und dann habe ich einfach einen weichen Effekt drüber gelagert, sodass man einfach denselben Clip hat, in der Mitte getrennt und der einfach von hell nach dunkel verläuft. Und schon würde es so aussehen, als hätte ich einen Hubschrauber, der mich anleuchtet. Weil ich einfach nur mit dem Licht überlagert werde und ich einfach nur bei mir die Farbwerte ändern musste. Und das ist eigentlich so ein Prinzip, das dahinter steckt. Das ist echt nicht schwer. Und man muss sich eben irgendwie zu helfen wissen mit Effekten, wie zum Beispiel auch hier in diesem Effekt. Da war das, was ihr da seht, das ist schon hier in dem Video gewesen. Ich musste mich nur noch rüberlagern mit dem Effekt, der das Ganze so ein bisschen ergänzt. Eben diesen Pixel-Effekt, den ich dann drüber gelegt habe. Und schon war das fertig. Und auch hier habe ich wieder mit einem Farbeffekt versucht, mir meine Hautfarbe so anzugleichen, dass sie irgendwie so passt. Und da habe ich das zum Beispiel hier rot hochgezogen. Eigentlich sieht der Effekt ja anders aus. Nämlich so, dass eben die Rottöne nicht so krass sind. Genau, und das ist so das Prinzip, was hier dahinter steckt. Ja, was noch interessant sein könnte, sind Raucheffekte. Und da habe ich eben auch schon zu gesagt, und zwar einfach, dass ich hier auch wieder einen Raucheffekt drüber gelegt habe. Das Ganze habe ich auch noch mit einem anderen gemacht, nämlich mit so einem Black Smoke Effekt, den ich hier drüber gelegt habe. Also der ist eigentlich nicht im Video. Ich habe ja das Video hier als Hintergrund, das ist dann hier runtergelagert, habe ich eben schon erzählt, das ist im Ebenensystem. Das ist das hier, der Hintergrund, dann den Smoke Effekt drüber gelagert. Und mich. Also daran sieht man nochmal so, dass ich zum Beispiel Sachen, die eigentlich nicht zum Video gehören, aber so verlagern kann, dass man denkt, sie wären im Video. Das ist echt ganz cool. Und zum Beispiel solche Effekte wie hier mochte ich ganz gerne, weil die einfach so, finde ich, so den Beat ganz gut verdeutlicht haben. Also es hat mir gut gefallen und deswegen habe ich sowas gerne damit eingebaut und fand ich ganz cool. Joa. Dann habe ich hier wieder ein paar Effekte drin. Genau, und sonst kann ich euch noch zu diesem Video sagen. Also das Einzige, was ja interessant ist, ist ja das Intro gewesen. Hier bei diesen Effekten habe ich was sehr Simples gemacht. Ich habe hier einfach eine fertige 3D-Schrift genommen, die sich dann so reinrotiert. Der Rotiereffekt ist da schon drin, fertig geschrieben in dem Programm. Das muss man nicht selbst machen. Also der dreht sich einfach so rein. Dann habe ich eine Überblendung genommen.
Beziehungsweise einfach ein Effekt, der ein Produkt, das seht ihr jetzt da hinten, das kommt da so angeflogen, mein Concealer ist das. Das ist so ein Reinfliegeeffekt, so Wirbel nennt das, ich glaube ich. Dann habe ich einfach den da so reinfliegen lassen und dann hat er sich wieder ausgeblendet und dann kommt das nächste an, also das nächste Thema Puder und dann kommt das Puder reingeflogen. Fand ich ganz lustig auch, weil das sich, also das Puder, das Wort dreht sich dann so weg und dann kommt das daher geflogen. Fand ich so ganz witzig, deswegen habe ich das so genommen und das hat mir ganz gut gefallen. Und hier unten dann das Lied, da habe ich dann auch noch ein bisschen geschnitten, damit das halt passt von der Länge auf, weil es manchmal nicht so ganz einfach ist, ein Lied zu finden, was von der Länge her passt. Also muss ich irgendwie die Möglichkeit finden, das so zu schneiden, dass man denkt, das Lied hört in der Mitte nicht auf, aber eigentlich hört es in der Mitte irgendwann auf. Man muss irgendwie die Möglichkeit finden, das nochmal überzulagern und so die Illusion erhalten, dass das Lied eigentlich dann die ganze Zeit weitergeht, obwohl das eigentlich ganz anders ist. Und ja, genau, zum Beispiel hier habe ich auch noch so einen Effekt eingebaut, dass das Bild erst rangezoomt ist und dann nach hinten weg geht. Das passt auch zum Beat. Das hat mir auch gut gefallen. Genau, das denke ich, kann ich hierzu erzählen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es interessant fandet, dass ich mal so ein bisschen was über meinen Schnitt erzählt habe. Ich persönlich finde das unheimlich interessant und mich interessiert sowas eigentlich total. Deswegen dachte ich mir, vielleicht gibt es ja auch jemanden von euch, der das gerne mag, der sich damit so auseinandersetzen möchte. Und ansonsten, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ich sowas nochmal öfter machen soll, wenn ich mal wieder ein etwas aufwendigeres Video schneide. Und ja, ich glaube, man hat ganz gut so den Blick, Einblick gesehen, wie das Ganze so behind the scenes mehr oder weniger aussieht oder einfach im Making-of gemacht ist. Und ja, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.